Ich rieche asiatisch, was mit Katze? Nein! Nein! Was ist schon da mit euch? What the fuck? Übernimm du. Ich übernehme. Das wird so nichts. Los, ich gut. Töricht. Übernimm du. Wurde schon angedeutet. Zieh dich zurück. Dann bin ich wohl los. Ich muss das beenden. Zeig's aus. Hier kommt Barrett. Das ist Gebet. Smoky Pussy on a Grill, Alter. Ich hab vier Katzen oder besser gesagt Mittagessen fünf. Nein! Chocobus verstehe ich, aber Katzen? Perverser Chat, pervers. Jetzt nicht wie Arsch, wie die Parade fing ich an. Aber ich muss doch auch mal das hier weiterführen. Mal ein bisschen andere Musik im Kopf, sonst wäre ich wahnsinnig. Ziemlich schwach. Das war's! Nichts überstürzen. Okay, komm! Du bist dran. Wurde schon ungeduldig. Jetzt geht's erst richtig los! Schön weit. Hier bin ich! Aber Erik hat gesagt, man muss das testen. Auf. Ich bin, das sollte reichen. Ja, klar. Ich zähle auf dich. Es wird heiß. Los. Okay. Los. Klar. Übernimm du. Auf Onkel Barrett ist mal los. Verbinde verwehen. Ich mach das. Weiter! Etwas Stürme! Mir nach! So, hab ich. Das ist schon alles. Ja! Dann übernimm. Ich übernehme das. Hier. Los! War das schon alles? Wurde schon ungeduldet. Steht ein anderer Mensch. Lass mich mal. Vorne Kraft. Los. Ja. Stinkend. Es ist vorbei. Attacke. Übernimm du. Zack. Verzieh. Du bist dran. Ausgerechnet jetzt! Was zum? Nicht so nah! Was? Ach, scheiße. Halt aus. Dein Einsatz. Ah!
Mein Auftritt. Zeig's aus. Nicht gut. Jetzt gebe ich alles. Jetzt wird abgerechnet. Der Feind ist geschwächt. Schon genug? Ja. Vorne. Hau rein. Das ist vorbei. Das war's. Meine Beute. Erbärme dich, zerfleisch. So, jetzt aber. Die waren sehr tanky, ja. Und Fliegegegner. War das schon alles? Die Bär muss ich auch noch machen. Forschungsstufe. Oh, 1 und 5, okay. Nichts überstürzt, auf Nummer sicher. Ja, mal in Esper verhungern, ja. Ich habe ja die ganzen Stufen freigeschaltet, also ich kann die auf einfach machen. Boah, Titan ist aber echt übel. Mal gucken. Ich zähle auf dich. Überlass das mir. Zack, zack, das sitzt. Dein Ende. Es ist auch keine Zeit zu verlieren. Attack on Titan. Sie sind das Essen und wir sind die Jäger. Ach, guck mal, wer da ist. Pudding! Boah, ich hoffe, da kommen nicht danach diese Moose-Scheiße von gestern. Die waren übel. Ja, die waren sehr zäh. Ja, ich hasse diese Pudding-Viecher. Ich zähle auf dich. Das sollte reichen. Keinen Kampf!
bringst zu Ende. Nimm das! Ich bin bereit. Verschwende. Nachschlagen. Paraki, bring es hinter uns. Paraki, mit zwei. Bis hier soll es weitergehen. Ja, ich würde Kiri auch gerne Granate schenken. Die Musik war schlimmer. Ja, die Musik war in dem Battle ein bisschen, ja. Eulenkampf, nein. Nicht übertreiben. An die Arbeit. Eiskalt. Ja. Ja. Oh, alle tot. Du bist dran, ich übernehme. Los geht's. Ich finde Kiri ziemlich Käse. Ja, Kiri. Das Passat ist ergeben. Find ihr nicht? Ich nehme alles zurück. Nee, alles gut, wenn du sie toll findest, ist doch völlig okay. Ist alles gut. Optisch sieht sie cute aus, ja. Sie ist halt nur eine kleine Nervensäge. kämpfe gegen ein starkes Schwächste. Ja, machen wir mal. Bitte nicht zu zweit, bitte zu dritt, danke. Zieh dich zurück. Es wird kalt. Jetzt kann ich dir das sagen.
Ja, nee, ist gut, Rino. Das war die erste Stufe. Na dann. Das ist Mia, Pokémon. Das war ein fantastischer Kampf gegen Titan. Seine erdspaltenden Fähigkeiten sind genauso legendär, wie ich erwartet hatte. Dieser mächtige Gigant wird euch auf eurer Reise bestimmt eine große Hilfe sein. Bei ihm seid ihr in guten Händen. Ich wünsche dir weiterhin. Ja, warte, den können wir direkt eigentlich ausrüsten. Erhöht den Charme von Spezialfertigkeiten, beschleunigt die MP-Rangnarration in Kämpfen geringfügig. Aktiviert nach Rückkehr von Kampf und Kirche jetzt Sangans Lehre, Schaden von normalen Einflüssen. Machen wir mal das. Oh, jetzt habe ich irgendwas weggemacht. Scheiße. Das wollte ich nicht. Fuck. Das ist auch cool. Ach, nehmen wir einfach das hier. Viel Erfolg mit den Weltberichten. Ja, ich will ja noch gegen Phoenix. Klaus,
Die Nachforschungen über die Region um Ju, mein Verständnis über die Studium dieser einst expansiven Großmacht, dürfte uns auch wichtige Erkenntnisse über Shinras weiteren Kurs liefern. Vielen Dank für deine stets tatkräftige Unterstützung. Ich hätte gern noch Phönix. So, Fliegegegner nicht meins. Nicht übertreiben. Auf Onkel Baron des Fiers. Wie schmeckt dir? Da geht noch was. Jetzt hab ich hier das Sagen. Was für ein atemberaubender Sieg gegen Phönix. Seine Kontrolle über das lodernde Feuer hat mich wirklich beeindruckt. Ich war ganz verzaubert. Mit einem unsterblichen Begleiter wie ihm an eurer Seite kann euch nichts aufhalten. Falls ich dir mit irgendwas behilflich sein kann, lass es mich einfach wissen. Jetzt die schwierigen Stufen. Dank
dir sind die Nachforschungen über diese Region. Allerdings ist unser gemeinsames. Ich freue mich schon auf viele weitere Berichte aus anderen Gegenden. Ich muss halt erst meine Materia verbessern. Weil ich habe jetzt nur bei Eis zum Beispiel die eine Stufe und Tiefe hat halt die zweite Stufe. Ich brauche halt die, ne, ich muss erst die Materia alle ein bisschen leveln. Weil nur mit Eis ist halt. Ich bin schon sehr gespannt. Oder Aero nur, das ist halt echt nicht so, so dolle. Aber ich werde es schon noch probieren. So ist es nicht. Aber gerade sind wir halt echt sehr schwach, was das angeht. So, meine liebe Dame, du bekommst jetzt den Phönix. Bitteschön. Hi Leute. Wir sind stets bereit. Stets bereit. Ja. Cool. Verfolgt mich nicht. Einsatz hier vorbei ist, werde ich zur Spezialeinheit, die Evelyn stinkfest machen soll, versetzt. Oh nein! Doch. Ich weiß allerdings noch nicht genau, wohin ich entsendet werde. Verstehe. Na dann, müssen wir die Zeit hier zusammen noch mal maximal auskosten. Ob es den neuen Direktor auch mal hierher Scheiße. Ja, das wird ja richtig Abfuck werden. Oha, Respekt hier! Sein Helm! Oh, ich bitte vielmals um Verzeihung, Kommandant. Genug gefaulenzt. Jetzt die schwierigen... Achso, das habe ich ja gerade gelesen. Jawohl. So, raus mit euch hier! Jetzt müssen wir noch eine Truppe finden, aber ich gehe jetzt erstmal da runter. Warte mal. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist Elena. Sie gar nicht so wahrgenommen. Herr Kommandant, haben Sie wirklich Zeit für einen Drink? Erstmal schön ein bisschen saufen hier. Und die Musik ist voll geil. Lass uns anstoßen.
hier nicht zu suchen. Hä, ich bin kein Zivilist. Ich bin neuer Kommandant von allen. So, ich glaube, ich muss sogar hier runter. Ach du Scheiße. Der Club der Glatzen. Der Club der Glatzen. Root, erklär du's ihnen. Zum ersten Mal hier? Wer hier trinken will, muss seinen Helm abnehmen. So steht es in den Regeln. Quietsch! Oh mein Gott! Könnte es sein, dass ihr etwa keine Glatzen habt? Moment! Dieser Mann ist unser Kommandant! Sir! In dieser Bar herrschen besondere Regeln. Helme sind hier nicht erlaubt. Eure Pause ist vorbei. Alle nach draußen. Sir, verstanden! Ach du Scheiße, Alter. Kompanie, halt! Nimm den Helm ab. Ist auch viel zu warm hier. Erst ohne Helm entfaltet sich die... Kannst du dir mal meinen Kopf ansehen? Ich bin noch nicht so zufrieden damit. Keine Sorge. Aller Anfang ist schwer. Zeig mal. Na ja, da musst du schon noch mal gründlich drüber polieren. Warum so... Da drin muss man den Helm abnehmen. Sorry. Wer hier trinken will, muss sich von seinem Helm verabschieden. Wir sind hier alle vom gleichen Schlag. Vom Kartschlag. Oh mein Gott. Es tut weh. Vom Kartschlag. Ich kann nicht mehr. Ach du Scheiße. Unserem Sieg zusammen an. Ja, zum Wohl. Ich brauche jetzt auch was zu trinken, ja, sonst kann ich nicht mehr. Ach du Kacke. Alter Falter. Ich drück euch die Daumen. So, wir sind jetzt ready. Ich sollte vorher aber auf jeden Fall mal speichern. Ich weiß ja nicht, wie es enden wird und ob ich das wiederholen kann oder so. Die 7. Infanterie mit Gas meldet sich zum Dienst. Diesmal nicht verschlafen, was? Die Parade beginnt in Kürze. Ich hoffe, du bist bereit. Ich habe schon wieder die Farben vergessen. Rot war normal drücken, gelb war gedrückt halten oder war es... Siehst du, ich habe schon wieder verwechselt. Ich habe schon wieder vergessen. Rot, gelb war Spam. Rot normal, gelb mehrfach drücken und blau halten. Okay. Ich versuch's, keine Ahnung. Ich versuche jetzt auch diese Formation hier. Oh Mann. Was ist denn? Wir sind heute hier. Und die Augen der Welt sind alle auf uns gerichtet. Und deshalb
Dürfen wir Midgar, dürfen wir unsere strahlende Stadt nicht enttäuschen. Scheitern kommt nicht in Frage. Und das werden wir nicht. Klar? Wir haben den besten Kommandanten. Und er wird uns zum Sieg führen. Also schaut zu ihm auf. Und seid guten Mutes. Oh, wow. Nicht wahr, Sir? Huh? Ja. Sag doch noch was. Was würden wir nur ohne die beiden machen, ey? Vertrauen. Wir werden den Sieg davontragen und mit ihm die Ehrenauszeichnung. Das ist heute unser erklärtes Ziel. Jawohl! Niemand kann uns schlagen. Jawohl! Holen wir uns den Sieg. Jawohl! Da ist er jetzt aber wirklich motiviert, ne? Kommandant, es wird Zeit. Also, da war jetzt ein bisschen übereifrig. Hat er sich mitfeiern lassen, ey. Wann wurde sie zuletzt abgefeuert? Vor 5 Jahren, Sir. Heute wäre auch ein guter Tag. Aber, Sir. Sir, auch Salutschüsse bei Festlichkeiten stehen außer Frage. Denkt an das Waffenstillstandsabkommen mit Wutai. Na und? Eine neue Zeit ist angebrochen. Verkünden wir es. Großartig, Sir. Das gefällt mir. Ein Überraschungsfeuerwerk wird die Zuschauer entzücken. Sir, es ist an der Zeit. Ach du Scheiße. Ich werde das voll verkacken mit den Farben einfach. Ja. Hier entlang. Hallo, wir befinden uns hier in Nordjunon. Ich hoffe, ich darf es wiederholen. Begeisterte Gesichter. Einfach überall. Die Menschen haben sich heute hier zusammengefunden, um unseren neuen Direktor zu begrüßen. Oh nee. Oh nee, Marzipanboy. Perfektion auf zwei Rädern. Ja, ja, ich hab's gespeichert vorher. Und nun, der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Shinras frischgebackener Direktor. Die Menge tobt. Nanu? Was passiert jetzt? Na dann 100 Versuche, let's go. Mhm. Abschuss bereit, Sir. Gut. Läuten wir eine neue Ära ein. Feuer! Das war unglaublich. Mhm. Aber das kann doch nicht sein. Kam dieser Schuss wirklich? Ja, aus Junons Kanone. Oh. Und die feiern's noch. Alles Idioten. Gleich die letzte Kompanie. Begrüßen Sie mit mir die 7. Oh, nee. Der Kommandant der Kompanie wirkte sehr überzeugt. Sie wollen die Ehrenauszeichnung des Direktors. Für alle, die gerade in Midgard zuschauen. Und nun erwarten wir ganz gespannt Ihre Darbietung. Richten Sie Ihre Augen auf die 7. Infanterie Midgard. Nee, guckt weg.
Guckt weg! Links! Oh nein! Formation! Bravo! Sie machen sich nicht schlecht, aber das geht noch besser. Letzte Darbietung! Los! Keiner von denen ist wirklich auf Zack. Das sieht gut aus. Ganz und gar fantastisch. Oh, scheiße. Man spürt den engen Zusammenhalt der Truppe. Der 7. Infanterie Midgars. Und nun schauen wir uns doch einmal an, was unsere Zuschauer sagen. Also, wie sieht es aus? Man spürt, wie viel Potenzial in dieser Kompanie steckt. Das war doch eine sehr solide Leistung. Dieses Ergebnis. Es wird jetzt halt immer schwerer, ne? Links! Schwierigkeitsstufe 2. Oh, fuck. Wow! Oh, ihr Assis. Man merkt ihnen das Training an. Kompanie, marsch! Einwandfrei aufeinander abgestimmt. Eine solche Darbietung habe ich auch noch nie gesehen. Knackig und zackig. So soll's sein. Kompanie! Halt! Formationswechsel! Es ist mit der Kamerasteuerung so verwirrend immer. Die Kommandos sitzen perfekt. Alter! Letzte Darbietung! Los! Mir fehlt es ein wenig an Geschmeidigkeit. Welch leichtfüßige Bewegungen. Einer war schlecht. Schade. Sie sahen soeben die zweite Darbietung der 7. Infanterie Midgars. Und nun schauen wir uns doch einmal an, was wir. Wow. Also, wie sieht es aus? Einfach. Jetzt kommt Stufe 3. Eine derart formvollendete Darbietung sieht man nicht alle Tage. Für mich ist das so spät, dass siehst. Ja, das ist ja halt das Tückische. Wenn jemand diese Auszeichnung verdient hat, dann ist es diese Kompanie. Links! Jetzt kommt die Ifrit-Formation. Jetzt wird's schwer. Da ist noch Luft nach oben. Alter. Ich kann wirklich keine Fehler entdecken. Ich traue mich kaum zu blinzeln. Knackig und zackig. Zweite Darbietung. So soll's los sein. Die Kommandos sitzen perfekt. Ich kann wirklich keine Fehler entdecken. Man spürt den engen Zusammenhalt der Truppe. Eine solche Darbietung habe ich auch noch nie gesehen. Und damit haben wir alle Darbietungen des heutigen Tages gesehen. Oh, Entschuldigung. Und nun schauen wir uns doch einmal an, was unsere Zuschauer sagen. Also, wie sieht es aus? Hören Sie sich das an! Ganz Junon ist aus dem Häuschen! Ja. Das Publikum lässt die 7. Infanterie Midgars hochleben! An diese einmalige Darbietung wird man sich hier bei Shinra noch sehr lange erinnern! Und nun kommen wir zur Verleihung der Ehrenauszeichnung! Was sagt der Direktor? Ich
würde gerne nochmal probieren und alles auf Stufe 3 machen eigentlich. Aber okay. Attacke. Ja, ist jetzt Video. Dankeschön. Ich hab gedacht, ich schneide schlechter ab, Tatsache. Weil das ist auch nicht so meins. Nein, kein Problem. Sie haben uns nicht bemerkt. Ich werde etwas mit Ihnen plaudern. Kümmer du dich um die Schwarzkunden. Verstanden, Sir. Ich mag den Song nicht. Ihr verfolgt die Schwarzkutten. Traitor, ey. Ja, die wussten die ganze Zeit, dass wir da sind. Ach, du auch nicht? Nee. Ein voller Erfolg. Er hat sein Versprechen gebrochen im Grunde. Davon konnte sich unser neuer Direktor überzeugen. Ich freue mich, die Sieger hier zu uns aufs Podest zu holen. Jede Darbietung war herausragend. Doch am Ende kann nur eine Kompanie die beste sein. Der Preis für die gelungenste Darbietung geht an... die überragende Motorradstaffel. Oha! Oha! Gleich nochmal. Wieso? Der Oberkommandant. Okay. Es folgt die Ehrenauszeichnung des Direktors. Ich übergebe das Wort. Bitte, Sir. Wahrscheinlich muss er wirklich alles auf 3 Sterne und perfekt. Ich glaube auch. Ich überlege gerade echt, das nochmal zu machen und zu versuchen. Die Firma verdankt meinem Vater viel. Er war es, der Shinra von einem einfachen Waffenhersteller zum Weltkonzern hat aufsteigen lassen. Ohne ihn hätten wir niemals so sehr von Marco profitieren können. Wir alle verdanken ihm viel. Gedenken, wir seiner daher zu. Oh, ist das ein mieser Heuchler, Alter. Er war froh, als sein Vater verreckt ist. Was ist ein Penner. Die Welt verfolgt gespannt das heutige Geschehen. Sicher fragen sich einige, ob denn so ein Jungspund wie ich wohl einen geeigneten Nachfolger abgibt. Doch, ich schwöre bei meiner Ehre, Shinras Glanz ist gemacht für die Ewigkeit. Wir stehen heute vor vielen großen Herausforderungen. Die Welt ist im Umbruch. Mutig schreiten wir voran und schließen damit endgültig mit der Vergangenheit ab. Melfords Schwender. Den ersten Schritt tun wir heute. Nur ich kenne den Weg. Ich möchte, dass ihr mir folgt. Denn ich führe euch ins verheißene Land. Für dieses Ziel bin ich bereit, alles zu geben. Ich bin mit Leib und Seele Shinra verschrieben. Und ihr ebenso. Ich weiß, ihr seid bereit für eine neue Weltordnung. Nee, ich würde aber trotzdem einfach gerne mal so diese 3 Sterne ausprobieren bei beiden. Bei 3 Aufführungen. Kommen wir einfach nur aus Interesse auf. Zur Ehrenauszeichnung. Sie geht an
Die 7. Infanterie Midgars. Tiefer hat sich vertieft, ja! Es geht noch tiefer, ja. Als Vertreter eurer ganzen Kompanie bitte ich euch drei nach oben. Oh fuck, my life. Das ist ein Befehl. Wie Sie sehen, habt ihr euch Beruf und persönlich drei nach Essen ausgewählt. Ja, natürlich. Achtung! Mich würde jetzt interessieren, ob ich hier eine Trophy kriegen könnte. Oh Mann. Eure Darbietung hatte etwas wirklich Außergewöhnliches an sich. Die Ehrenauszeichnung geht verdient an die 7. Infanterie Midgars. Glückwunsch. Und da stehen Sie nun. Mit Stolz verdienen Sie die Worte. Ich möchte etwas mit den Dreien besprechen. Beende die Übertragung. Sir! Los! Bewegt euch gefälligst! Ron, Hermine. Oh Gott. Das Outfit, geil! Ich muss mal durch. Das Outfit. Hey, was wird das denn? Bei einem festlichen Anlass wie diesem braucht es doch keinen Helm, oder? Cloud Strife. Doch. Ich muss sagen, großartiger Auftritt. Aber das war ja zu erwarten. Ihr seid doch... Zurück! Aber Sir, das... Das schnell schicken. Cloud Strife. Ich habe in deinen Akten gestöbert. Ziemlich interessanten Lebenslauf hast du. Gefällt mir. Deswegen... schlage ich dir hiermit einen Handel vor. Für mich hat der Wiederaufbau Midgars oberste Priorität. Wenn die Bevölkerung noch weiter leiden müsste, wäre das ein allzu großer Gesichtsverlust für Shinra. Naja, natürlich geht es nur darum. Um mich ganz darauf konzentrieren zu können, möchte ich mich aller anderen lästigen Pflichten weitgehend entledigen. Im Klartext? Mein Vater hat mir eine Vielzahl an Aufgaben hinterlassen. Zum Beispiel die Wiederbeschaffung einer gewissen Zetra. Die Bergung verschwundenen Forschungsmaterials. Sowie Avalanche endlich das Handwerk zu legen. Ich kann gar nicht sagen, wie lästig mir all das ist. Ich möchte mich nicht damit befassen müssen. Heißt das... dass ihr uns nicht mehr verfolgen werdet? Genau. Die Wut der aufgebrachten Bürger lässt sich allerdings nicht bändigen. Haltet euch daher lieber von Midgar fern. Werde ich nicht mehr gebraucht? Bei Shinra weht ein neuer Wind. Und was willst du? Sag schon. Dass ihr Sephiroth erledigt. Shinra hat dieses unsägliche Monster einst erschaffen. Es muss verschwinden. Aber es fehlt uns an Personal, um diese Kreatur endlich auszulöschen. Also, was sagt ihr? Einverstanden. Habt ihr bereits eine Spur?
Wir folgen den Schwarzkutten. Ein guter Plan. Diese Schwarzkutten, sind sie... Sagen wir, sie sind Schatten von Sephiroth. Deswegen wollen sie auch alle zu ihm zurückkehren. Sagt jedenfalls Professor Hojo. Ja. Und wie ist das weird? Tja. Juffi! Malfoy hat keine Lust auf Arbeit. Hier ist noch. Nach oben. Ja, Juffi! Titi, kupu, kupu, kupu. Sie wird jetzt alles versauen.